Hallöchen ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Dishonored 2. Jo, so wie es ausschaut, würden wir dem Finale kurz bevorstehen. Ich habe nur keine Ahnung, wie wir das überleben sollen. Ich darf... Also die Welt, von der sie träumt. Ja, ich habe keine Ahnung, wie wir sie bewusstlos werden lassen können. Ich muss mal schauen. Questziele. Bewusstlos werden lassen. Delilah Copperspoon muss bewusstlos sein, damit du sie tragen kannst. Ein nicht tödlicher Ansatz verursacht weniger Chaos, wodurch das Ende optimistischer ist. Ja, das will ich ja erreichen. Aber wie? Ich habe nur mehr Waffen. Und ich habe keine Ahnung, was ich da drinnen habe. Oh doch, ich darf. Doch, ich darf. So. Sie ist weiß, ne? Keine Ahnung, was ich mache. Merkt man das? Fällt das auf? Ich weiß auch nicht, wie ich diese Doppelgänger-Hexen weg... Und ich habe auch keine Ahnung, wo Delilah ist. Wüsste, wo sie ist. Wo die Leider ist. Sie war weiß gekleidet. Die anderen, die Doppelgängerinnen, sind alle schwarz. Habe ich nicht auch irgendwo Doppelgängerinnen? Kommen Sie raus. Wo immer Sie sich verstecken. Wo sind Sie? Nur keine Angst. Ah, falsche Taste. Oh ja. Ich habe ja auch zum Beispiel überhaupt keine Ahnung. Ich meine, ich muss die alle irgendwie wahrscheinlich mit Dings und so versuchen zu erwürgen, ne? Was wahnsinnig einfach zu sein scheint. Aber ja. Ich habe ja auch überhaupt keine Ahnung, wie ich das anstellen soll. Ich weiß auch nicht mehr, ob ich die würgen kann. Wahrscheinlich schon, ne? Tatsächlich. Erste haben wir schon. Oh na, ich war nicht leise. Ach Mist. Okay, wir können sie würgen. Das ist schon mal sehr gut. Das ist schon sehr, sehr gut. Ich versuch's hier mal. Ich hoffe, da hängt sich nichts quer durch die Bank. Wir können ihre Abbilder würgen. Das ist sehr, sehr gut. Vielleicht, wenn wir alle Abbilder erwürgt haben, dass wir auch dann das Original erwischen. Boah, ich sehe gar nichts. Das wäre ein Träumchen. Und ich dachte, ich habe keine Fähigkeiten, aber es ist gerade zufällig. Die eine... Ja.
weg gewesen, die ihn gehauen hätte. Ich brauch nicht Dings, ich brauch Domino. Mal es. Oh Gott, ich brauch beides. Wow, das hat ihn gehauen. Ich bin überrascht. Wo ist denn da was? Bitte lauft sie nicht? Ich glaube, das mit Domino kann ich mir ein bisschen. Ich verdrück mich die ganze Zeit. Kann ich mir ein bisschen aus den Haaren spielen. Wieso lauft sie jetzt nicht? Ach, diese Emily. Wirklich, Katastrophe. Hallo! Du musst hier weg! Gnädigste! Ich hätte vorher abhängen können. Und jetzt geht das nimmer. Wieso ging das vorher? Und jetzt komme ich nicht mehr weg, oder was? Ich wollte nur, dass sich sie beruhigt. Dass sie jetzt nacheinander erwürgen kann. Die Scheißweiber. So, jetzt muss ich nur noch schauen, wie ich das hinkriege. Oh, oh. So. Vielleicht kann mir Domino doch noch kurz helfen. Wenn ich nur wüsste. Hallo, was machst du denn, Mädel? Und? Hab dich. Nummer 1 ist schon mal erledigt. Vielleicht hat sie noch jemand anderen erwischt, das wäre ganz famos. Die Musik ist ein bisschen laut, ne? Das Blöde ist, dass ich darin jetzt nur ganz, ganz schwer was ändern kann. Weil du eine böse Frau bist, deshalb. Oh Gott. War das gerade das Original? Fuck. Das war gerade Delilah. Wo ist sie jetzt hin? Ist die Frage. Die Musik ist zu laut. Jetzt ist hier. Sobald die Schritte wieder gehen, kann ich rauf und sie würgen. Da muss ich mal dringend speichern. Ich glaube, es ist soweit. Schön schleichen. Passt. Die ist auch mal außer Gefecht. Es sind nur noch 20. Das können wir mal speichern. Du Heilige. So, neuer Spielstand. Yep, bitte überschreiben. So. Du Heilige. Jetzt ist die Frage. Was mir genommen wurde, wird ich
Ich bringe jetzt eure Kohlen. Ich höre sie. Sehe den Schoppel aber nicht, ne? Da ist sie. Aha, das ist eine dunkle. Gut, dass ich gesperrt habe. Das wäre auch schön, wenn die sich bewegen könnt. Ich habe Angst, dass ich... Ich meine, okay, ohne F zu drücken kann man nicht durchs Portal, ne? Wenn ich Glück habe. Dann versuche ich mich mal ganz sachte, mich hinter sie zu teleportieren. In der Hoffnung, dass ich sie... Ja, bürgen kann eben. Was mir genommen wurde, werde ich mir zurückholen. Scheiße. Fehler. Da hinten steht noch eine, okay. Die habe ich zum Beispiel gar nicht gesehen. Scheimdreck. Ja, ja, das wird jetzt dauern. Das dauert jetzt 20 Jahre. Bis ich das geschafft habe, könntest du aber euch einen Kaffee holen gehen oder einen Tee oder was zu trinken oder was zu knappern, irgendwas. Oder ein neues Taschentuch, Backerl, weil ich schon eins verbraucht habe, lauter Weinen. Würde mich ein... Au, super. Die steht sehr ungünstig. Ich habe aber eine Idee. Hallo? Du wieder. Ich finde dich. So schön hingehauen. Verstehst? Das wäre so eine gute Idee gewesen. Ach Gottchen. Meine langsamen Finger, ey. Geh Dreck. Das wäre so toll gewesen. Das ist halt, weil ich nichts kann. So schaut's aus. Ist das ärgerlich. Das ist so unglaublich. Ja, was tust du da? Ja, ja. Du wieder. Ich finde dich. Hängt da fest. Es haut alles super hin. Jetzt aber. Die da oben ist jetzt weg, ne? Das heißt, es fehlt nur noch... Ja, genau. Das heißt, wir können jetzt endlich mal wieder speichern. Oh Gott, nein, warte. Warte, ich nehme einen zweiten... Ich nehme einen neuen Spielstand. Ich mache nochmal einen. Boah, für den Fall der Fälle, dass ich's... So, wo krebst jetzt die letzte rum? Irgendwo soll es noch eine geben. Und natürlich die Leiter selber. Da hinten? Okay. Da hinten?
Weißt du was? Ich probier's wieder. Vielleicht klappt das ja. Oder auch nicht. Wo ist denn das Chopperl hin? Da ist sie, ne? Was tue ich? Ich weiß es nicht. Was mache ich? Ich bin doch hinter sie. Warum bin ich jetzt vor ihr? Ah, Menno. Ach ja. Jetzt hätten wir sie erwischt. Ist euch eh bewusst, ne? Mir ist es auch gerade bewusst geworden. Es ist zum Kotzen. Alter, ich habe nicht mehr allzu viel Zeit. Der Part ist gleich vorbei. Stell dich mal zu deppert an, Zocki. Keine Zeit, dass du das nicht hinkriegst. Das ist nur die Weiße. Wo kommt die jetzt her? Hä? Die haben wir doch schon besiegt? Jetzt kenne ich mich nicht mehr aus. Wieso wirkst du nicht? Das sind noch zwei? Das gibt's nicht. Ich hab doch. Was, zu langsam komme ich nicht mehr mit. Ganz ehrlich, ich komme nicht mehr mit. Sind es noch zwei? Es sind noch zwei? Es waren doch vorher keine zwei da. Das ist grauenhaft, echt. Ich versuche einfach mal, ob ich Glück habe und ob ich nur die Leila erwische. Also das Original, die Weiße, ne? Da hinten rennt wer. Das könnte die Leila sein, mit etwas Glück. Das darf echt nicht, das darf nicht wahr sein, oder? So, ich speichere da mal. Vielleicht klappt es ja, wenn wir Glück haben. Wenn wir nicht Glück haben, ja. Ja. Da soll noch jemand mitkommen, echt. Jetzt haben wir dich. Was? Wie Abbild? Der war doch weiß. Die ist nicht weiß. Oh Gott. Mein Thron, großartiger als jeder andere zuvor. Das war jetzt nicht das Original. Mhm. Ich werde magisch. So, dann speichern wir halt wieder. Ist doch unfassbar, oder? Vielleicht muss ich wirklich zuerst alle Schwarzen ins... ja, bewusstlos machen. Ich dachte, das wäre schon die Weiße. Ja, fall runter, hast du nichts Besseres zu tun. Ist mir gerade ein Rätsel, ehrlich. Es ist mir gerade ein Rätsel. Ich habe gar keine Lust, mit dir zu kämpfen, echt. Das bringt doch gar nichts, so auf die Art. Ja, keine Ahnung. Jetzt hat sie mich natürlich gesehen. Statt die Doppelgängerin, die rennt ja irgendwo hin. Ich hätte mich besser positionieren sollen, vielleicht. Ich glaube, das auch von da aus. Boah. Mühselig. Hallo? Thank you.
jetzt schon? Ja, das könnte was werden. Haben wir dich? Jawohl. So. Wie viele sind jetzt noch? Da vorne ist doch das Original, oder? Zumindest ist da noch eine. Tatsächlich, es ist das Original. Sie erschafft die Doppelgänger. Und ich, wie soll ich das denn jetzt hinkriegen? Kann ich sie mit Domino herziehen? Wird nicht klappen, ne? Sie kann dasselbe wie die Hexen. Wie stelle ich das jetzt an? Wieder in die Schrift drückt. Fix! Ich drehe gleich durch, ey. Ma, ey, hallo. Scheiße. Das ist sie wahrscheinlich. Ich krieg die Krise. Ich schaff das nicht. Ich habe jetzt so schöne Chancen gehabt. Ich hab die alle versaut. Boah, ey, das ist so fies. Jetzt haben wir dich. Boah. Wieder ein Abbild. Hä? Wo ist das Original? Sie sind zurückgekommen. Im Moment meines Todes. Hoch mit dir. Du kannst das. Das gibt's ja nicht. Wachst du dich? Alter! Warte, Sekund.
Ich würde sagen, das haben wir gar nicht mal so schlecht gemacht. Ich muss mal speichern. Ich mache jetzt wahnsinnige Überlänge, glaube ich. Alter Schalter. Alter Schalter. Wie spät haben wir es denn schon wieder? Oh Gott. Ein paar Minuten haben wir noch. Boah, ich will das schaffen, ey. Ich weiß, ich mache Überlänge. Das kann ja echt nicht sein. Dass ich das nicht hinkriegen darf. So, wir sind hier schon mal recht nah. Ich speichere jetzt permanent. Boah, ich will das hinkriegen. Ich will nicht noch ein paar verschwenden müssen. Wir Armen. Yes! Aber jetzt. Wenn ich die Layla auf den Thron setze, sollte das Bild sie in ihrer Fantasiewelt fangen. Sehr gut. Dann laufen wir mal. So. Und? Sie wollten über eine eigene Welt herrschen, Delilah. Bitte schön. So. Delilah auf den Thron platzieren. Bitte ja. Jetzt speichern, okay. Aha, jetzt geht's weiter. Boah, ey. Endlich, was ich verdient habe. Meine Gerechtigkeit. Jetzt wird das, was immer entstellt war, endlich perfekt sein. Ich habe so lange gewartet. Singt meine Lieder und leckt mein Fleisch. Betet mich an. Tagebuch lesen. Jawohl. Ziel erreicht. Okay, was nun? Ich mache jetzt ein bisschen Überlänge. Es tut mir schon sehr, sehr leid dafür, aber finde eine andere Möglichkeit, die Layla zu eliminieren. Aha, hätte auch was. Rette Corvo Atano. Okay, ja, ist mir wurscht. Das mit dem Bild passt schon. Da soll sie drin bleiben. So. Haben wir zwar schon gesehen, aber trotzdem passt schon so. Warte. Emily, was ist geschehen? Setzen wir uns. Ich erkläre alles. Yay! Supi! Wir haben niemanden getötet. Zum allerersten Mal war ich barmherzig. Ist das nicht schön? Boah, schön! Super! Runen, eine haben wir nicht. Okay, die war mir wurscht. Zwei Knochenartefakte hatte ich auch nicht. War mir wurscht. Gebilde war auch eins weg. Und ein Bauplan wieder mal. Ist mir auch wurscht. Wir setzen fort. Boah, schön. Gott sei Dank, wir haben es geschafft. Boah, ich freue mich gerade. Ah, ich hoffe, wir haben das bessere Ende geschafft. Das, sage ich mal, sanftere. Aber ich glaube schon. Errungenschaft. Ein reines Gewissen. Ist das gut? Ich hoffe. So stürzte der Herzog und eine Person aus dem Volk nahm seinen Platz ein. Paolo kam ohne Besitz auf die Welt und verstand die weniger Privilegierten. Manchmal brüllt die Macht, manchmal flüstert sie. In Dunwall ging Delilah unwissentlich in eine Fantasiewelt über, in der die Versprechen ihres Vaters erfüllt wurden und ihre Untertanen sie liebten. Sie segelte mit einer Flotte über das Meer und durchquerte das palissianische Ödland. In der echten Hauptstadt herrschte Emily die Gerechte, Emily die Kluge, Jahrzehnte über ein blühendes Reich mit Corvo Atano an ihrer Seite. Yay! Super! Zu seiner Zeit beförderte Anton Sokolov die Maschinenindustrie und führte das Reich in eine bessere Ära.
Er umgab sich mit adligen, eigenwilligen Künstlern und Erfindern, um das Leben zu genießen. Er verließ Dunwall ein letztes Mal und ging in den Norden, endlich zufrieden. Eine letzte Reise nach Hause. Manche Dinge ändern sich nie, so sehr man es auch versucht. Unbeantwortete Fragen. Als Megan Foster von der Welt verschwand, trat Billy Lurk aus ihrem Schatten, gewillt, ihr wahres Selbst zu entdecken und das zu suchen, was für sie Familie gewesen war. Okay. Kommt doch was. Ja, wir haben es geschafft. Supi. Ich glaube, wir haben das gute Ende geschafft, oder? Ich freue mich gerade. Also ich freue mich auf jeden Fall. Ich finde, das war kein schlechtes Ende. Und wow, hat sich noch ausgezahlt, diverse Leute am Leben zu lassen, beziehungsweise nicht so blutrünstig zu sein. Ach, wie schön. Ach, wie toll. Ich glaube, Emily startet jetzt in eine sehr gute Zukunft. Prima. Und Delilah hat ihr eigenes Königreich. Ist auch nicht schlecht, oder? Na, perfekt. Also ich glaube, wir haben's gut gemacht. Sehr schön. Auf jeden Fall aus meiner Sicht ein gutes Spiel. Ein wirklich, wirklich gutes Spiel. Freilich hier und da hat das Spiel unter meiner Persönlichkeit gelitten, weil ich halt nichts kann. Ich müsste es was leiser schalten, ne? Kriege ich, glaube ich, gerade so nicht hin. Und ich rede einfach lauter. Naja, auf jeden Fall. Ich finde, das Spiel ist supi. Wirklich wahr. Aber welches Spiel von Bethesda ist denn schlecht, ne? Ich glaube, da wird es keins geben. Also es hat bisher noch keins gegeben und ich bin mir sicher, es wird auch keines geben. Die Geschichte, ich bin jetzt so ein Geschichtefreund, ne? Ich muss ganz ehrlich sagen, vielleicht tut es dem einen oder anderen Herrscher vielleicht gar nicht mal so ungut, beziehungsweise tut es ganz gut, wenn man wirklich mal die Sicht des Volkes betrachten könnte. Das würde auch vielleicht den einen oder anderen Politiker bei uns in Europa betreffen. Weil wenn man, wie soll ich sagen, wenn man morgens aufwacht, keine Geldsorgen hat, keinen Hunger haben muss, Leute hat, die sich um einen kümmern, ist es schon mal was anderes, als wenn man Mutterseelen alleine oder, sagen wir so, wenn man Familie hat, nicht mehr weiß, wie man sie ernähren soll. Immer nur Steuern, abgeben, Jobs. Welche Jobs? Nicht nur, dass es keine gibt, sondern nur noch schlechte gibt, wo du quasi, ja, als Hobby hin arbeiten gehst mit dem kleinen Bonus, dass du ein bisschen Geld kriegst. Wo du aber bei weitem nicht mehr deine Familie ernähren kannst oder in ein warmes Zuhause bieten kannst. Jo, ist zum Teil bei uns in unserer Zeit, in unserer Welt auch schon so. Die Frage ist, wie lang noch, ne? Wie lang geht es noch gut? Aber auf alle Fälle hier, Emily hat was dazugelernt. Emily wird jetzt bestimmt eine traumhafte Kaiserin sein. Sie wird ihrer Mutter, Jessamine, alle Ehre machen und selbstverständlich auch ihrem Papa, dem Corvo. Ja, wie gesagt, ich habe den ersten Teil nicht gespielt. Ich hoffe, ich habe mich nicht allzu schlecht geschlagen. Wir haben nicht 100% gemacht, klar. Die eine und andere Rune und Knochenartefakt habe ich liegen lassen. Ich habe auch bei weitem nicht alles geskillt und trainiert, was wir trainieren hätten können. Aber ich hoffe, dass es euch trotzdem gefallen hat. Das Spiel, das Let's Play, wenn es euch mundet, wenn ihr gerne 100% spielen wollt, dann bitte unterstützt die Entwickler, kauft das Spiel, es ist ein feines Spielchen. Wie gesagt, von Bethesda kenne ich nichts Schlechtes. Ich habe auch Skyrim gezockt, wir haben Fallout gezockt, wir haben hier das wunderschöne Dishonored gespielt, das Zweier. Also bitte, ist ja was Tolles, oder? Ich find's toll. Auch wenn ihr gern die männliche Seite spielen wollt, also den Corvo, würde ich euch empfehlen, das Spiel wirklich zu kaufen.
Wer es gerade nicht so im Geldbörserl hat, der kann ja, wenn er die Zeit hat, wenn die Gier drauf nicht und die Leidenschaft auf das Spiel nicht so hoch ist, kann er ja vielleicht warten, bis es ein Angebot gibt auf Steam. Aber wer das Geld übrig hat, bitte kauft es euch. Unterstützt die Entwickler, damit weiterhin so tolle Spiele auf den Markt kommen können und wir die genießen können. Ja, was bleibt mir zu sagen, außer vielen, vielen, vielen lieben Dank, wieder mal tausendmal vielen lieben Dank, dass es euch gibt, dass ihr mich auf diesem Weg durch das Spiel begleitet habt. Ich hoffe wirklich sehr, wirklich, wirklich sehr, dass es euch auch gefallen hat, dass ich euch damit gut unterhalten konnte. Und ja, wie gesagt, ich freue mich schon aufs nächste Projekt. Ein weiteres steht ja schon an. Das möchte ich noch gerne bis zu einem gewissen Datum fertig haben. Zuvor möchte ich aber noch ein bisschen Platz schaffen. Ich werde wahrscheinlich noch versuchen, Turok zu beenden. Und dann werde ich das von mir gewünschte LP noch, also das nächste Projekt quasi machen. So. Zocki, muss der Mark in Deutsch sprechen? Ja, ich versuch's ja. Ich bin Österreicherin, das geht nicht so gut. Na, Spaß. Naja, auf jeden Fall, wie gesagt, vielen lieben Dank fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wir beenden hier an der Stelle das wunderbare Let's Play, dieses wunderschöne Projekt. Wie gesagt, wenn es euch gefallen hat, kauft es euch. Spielt es durch, wie ihr es gerne mögt. Wenn es wer richtig macht, dann ihr auf alle Fälle. Egal mit welcher Spielweise ihr das durchgeht und handhabt. Genießt das Spiel, egal ob Männlein oder Weiblein. Und ja, ich halte jetzt mal die Klappe, lasse noch hier den Abspann durchlaufen. Vielleicht kommt zum Abschluss noch irgendeine kleine Sequenz. Ansonsten, ja, wäre es das gewesen. Also nochmals vielen lieben Dank für alles und wir hören und sehen uns vielleicht, beim nächsten Projekt oder beim Let's Play. Bis dahin wünsche ich euch einen schönen Tag, einen schönen Abend, je nachdem, wer das Video schaut, und bis zum nächsten Mal. Tschüssi!